Die Welt blickt mit Erschrecken auf Putins Krieg in der Ukraine. Aber Putin führt wahrscheinlich nur den ersten Stellvertreterkrieg innerhalb einer neuen Weltordnung. Denn der Westen hat 500 Jahre diese Weltgeschicke dominiert, hat Standards gesetzt, hat letztendlich die Macht ausgeübt. Jetzt ist der chinesische Drache erwacht und hat jetzt einen Juniorpartner mit Russland an der Seite, der austesten soll, wie der Westen reagiert, wie wehrhaft der Westen ist. Denn China geht es um Taiwan, das man annektieren will. Und China wird sich sehr genau anschauen, wie der Westen jetzt reagieren wird. Dementsprechend müssen wir diesen ganzen Ukraine-Konflikt, den Krieg Putins in der Ukraine, in einen größeren Zusammenhang stellen. Es ist die erste richtige Attacke auf die 500 Jahre währende Dominanz des Westens. Es zeigt, dass hier der chinesische Drache jetzt seine Zeit gekommen sieht, diese Dominanz zu attackieren. Schauen wir uns zunächst mal an. Es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass Putins Aggression gegen die Ukraine einen Tag nach Ende der Olympischen Spiele begonnen hat. Putin war in Peking und hat dort offenkundig verabredet, okay, ich mache das nicht, bevor die Olympischen Spiele zu Ende sind. Und Peking hat ganz offensichtlich hier seine Duldung, wenn nicht gar Zustimmung für diese Aggression Putins gegeben. Dementsprechend wird sich China sehr genau anschauen, wie der Westen reagiert, um dann, wie Xi Jinping versprochen hat, spätestens bis 2029 dann auch Taiwan zu attackieren. Es wird ja Napoleon dieser Satz zugeschrieben, wenn China erwacht, wird die Welt erzittern, hat er wohl historisch nicht gesagt. Aber wir sehen jetzt wohl das erste richtige Beben dieses erwachenden Drachen, der jetzt seine Stunde gekommen sieht aufgrund der angenommenen Schwäche des Westens. Aber ist der Westen wirklich so schwach? Das wird sich jetzt zeigen und das ist eigentlich die spannende Frage. China definiert sich als Reich der Mitte. Schon seit Jahrtausenden sieht man sich praktisch als der Nabel der Welt. Das ist die bessere Übersetzung für dieses chinesische Selbstbezeichnungsthema. Wir sind das Reich der Mitte. China war faktisch hunderte, tausende Jahre die dominante Macht bis in etwa 1500. Seitdem mit der Entdeckung und dann Eroberung der Amerikaner ist der Westen praktisch derjenige, der die Standards setzt. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Ukraine-Krieg kommen, dann macht die Situation es so gefährlich, dass jetzt der Westen immer mehr in diesen Krieg involviert wird. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass Putin im Grunde jetzt nicht mehr zurück kann. Er muss jetzt mit allen Umständen, unter allen Umständen, diesen Krieg fechten. Und er hat sich wohl gedacht, das wird einfacher gehen. Die Kalkulation Putins war wohl, wir machen mit Luftschlägen erstmal die Verteidigung der Ukrainer kaputt und dann marschieren wir da ein, da wird es kaum Widerstand geben. Jetzt aber hat sich die Situation komplett anders dargestellt und jetzt muss Putin fürchten, dass tote Soldaten heimkehren nach Russland, dass sozusagen auch von innen der Druck immer höher wird auf ihn. Das ist für ihn jetzt eine sehr, sehr fragile Situation. Jedenfalls ist Putin wohl dann im größeren Kontext für China eigentlich nur ein Erfüllungsgehilfe, denn was Trump gesagt hat, America first, das gilt umso mehr für China, China first. Die akzeptieren Putin maximal als Juniorpartner, das ist für die nur ein Satrap in gewisser Weise, der jetzt mal antesten soll, wie wehrhaft der Westen wirklich noch ist. Und jetzt ist eben für Peking klar, okay, Taiwan, das ist die große Frage. Xi Jinping hat das Versprechen gegeben, aus dem er nicht mehr rauskommt. Bis 2029 wird Taiwan wieder Teil des chinesischen Reiches sein. Jetzt sehen wir aber, dass natürlich Taiwan sagt, wir waren nie Teil des chinesischen Reiches und damit haben sie historisch recht. Aber wir sehen hier schon an der Sprecherin des Außenministeriums Chinas, die gesagt hat, diejenigen, die das Feuer entzündet haben, müssen jetzt eben auch gucken, wie sie das Feuer wieder löschen durch konkrete Aktionen, anstatt andere zu verdammen. Das ist praktisch die klare Ansage, die Amerikaner sind schuld an diesem Ukraine-Krieg. Und das ist letztendlich die Übernahme der russischen Position, dass der Westen eben gegen den Willen und gegen die häufig versuchten Einwände Russlands, die NATO immer weiter in Richtung Osten verschoben hat. Diesen Vorwurf, den scheint Peking hier komplett zu akzeptieren, dementsprechend auch insgeheim eben diese Invasion der Ukraine durch Putin zu legitimieren. Offiziell verhält man sich neutral, aber es ist klar, dass letztendlich Taiwan für China auch das Ziel ist. An dem Tag, als Putin
in den Donbass einmarschiert ist, hat die chinesische Luftwaffe mehrfach dann den Luftraum Taiwans verletzt. Damit sollte ein Zeichen gesetzt werden. Hu Xixin, der ehemalige Chefredakteur der Global Times, hat gesagt, gewöhnt euch dran, das wird jetzt öfter vorkommen. Also Putin hat hier praktisch den Versuchsballon gestartet und Peking wird jetzt sich genau anschauen, was daraus werden wird. Und die Situation könnte weiter eskalieren. Der Westen hat lange geglaubt, auch die Wall Street hat das jetzt lange geglaubt, das ist eben ein Konflikt da in der Ukraine. Und das ist das alte Muster, wenn dann die Kanonen donnern, dann geht alles wieder nach oben. Aber jetzt sehen wir, dass der Westen komplett in diesen Krieg mit reingezogen wird und vor allem Deutschland, und das ist ein historischer Gamechanger, den man gar nicht überschätzen kann. Deutschland liefert jetzt direkt Panzerabwehrwaffen und Stinger-Raketen an die Ukraine. Damit ist Deutschland faktisch aus Sicht Putins Kriegspartei geworden. Wir sind Kriegsgegner geworden, wenn man so will, denn wir unterstützen Putins Feind aktiv mit Waffen, damit greifen wir in diesen Kampf ein und das ist wirklich seit 1945 nicht ansatzweise denkbar gewesen, dass Deutschland so etwas tun wird und wir haben jetzt offenkundig eine Lektion gelernt, dass wir uns nicht immer wegducken können, dass wir nicht immer andere die Drecksarbeit machen lassen können, sondern dass wir selber auch hier beteiligt sein müssen. Als größte Volkswirtschaft Europas ist das ja auch nicht allzu verwunderlich. Seit 500 Jahren dominiert der Westen. Seit 500 Jahren setzt der Westen Standards. Er setzt die Infrastruktur, auf der andere aufsitzen müssen. Wir sind diejenigen, die letztendlich seit 500 Jahren an der Macht sind. Zunächst war es Europa, dann die USA mit Europa im Gefolge. Ist jetzt das Ende der westlichen Dominanz gekommen? Denn das, was hier versucht wird durch Putin in der Ukraine, ist sozusagen der erste Stellvertreterkrieg, der eine Attacke auf den Westen, auf die Dominanz des Westens insgesamt darstellt. Und diese Dominanz des Westens ist ja ungewöhnlich. Wir sind so wenige, sowohl in den USA als auch in Europa, im Vergleich zur Weltbevölkerung, eine verschwindende Minderheit und dennoch kontrollieren und dominieren wir das Weltgeschehen. Die Amerikaner haben das Internet erfunden. In den USA stehen die Server, über die dieses Internet abgewickelt wird. Vorher waren die Europäer diejenigen, die ausgegriffen haben, die Welt erobert haben. Und das könnte jetzt in Frage gestellt sein durch diese Attacke Putins, die, wie gesagt, der erste Stellvertreterkrieg ist, der derzeit stattfindet. Und das ist wirklich eine Anomalie, wie hier ein Politikexperte sagt, ein Asiate übrigens, dass der Westen eben in der Lage war, so lange mit so wenigen Menschen die Dinge so stark zu kontrollieren. Schauen wir uns mal den Westen an. USA, Kanada, Europa, mindestens Westeuropa, Australien, das ist der Westen, der seit 500 Jahren die Welt dominiert und dabei nicht gerade zimperlich vorgegangen ist, weder in Afrika noch in den USA selbst, wo die Siedler aus Europa ja vorwiegend die Indianer, die indigenen Stämme dort durch Viren vernichtet hat, auch durch Kriegshandlungen, aber eben es war alles andere als humanistisch, was da passiert ist. Jetzt sind wir im Gefolge der Aufklärung zu Humanisten geworden. Wir sagen, wir vertreten die richtigen Werte, die sind global und international gültig und genau das wird jetzt bestritten durch China, eher weniger durch Russland, aber vor allem wird das bestritten durch China. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, diese neuesten Nachrichten. Erstens, dieser Gamechanger, Deutschland liefert direkt Waffen an die Ukraine. Der zweite Gamechanger ist der SWIFT-Ausschluss einiger russischer Banken, dazu auch praktisch die Abkapselung, das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, der russischen Notenbank. Aber was bedeutet diese Abkapselung Russlands von SWIFT? China hat selbst ein solches System, eine solche Infrastruktur aufgesetzt. Damit wird also Russland mehr oder weniger ganz klar natürlich dann auf dieser chinesischen Infrastruktur aufsetzen. Und eins sollte man immer sich bewusst sein, wer die Infrastruktur hat, wer die Infrastruktur schafft, wer Standards setzt, der hat auch Macht und Kontrolle. Damit würde also Russland sich vollends in die Hände Chinas begeben.
Wenn das jetzt so kommt, wie es derzeit aussieht, ist das ein weiterer Bruch innerhalb der Welt. Und wir dürfen nicht vergessen, Putin führt Krieg in der Ukraine. Die westlichen Staaten, nicht nur Deutschland, liefern jetzt aktiv Waffen an Russland. Was könnte denn passieren? Wir haben jetzt wahrscheinlich Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Richtung Westen drängen. Aber Putin hat auch noch eine Waffe. Er hat vor allem Kontrolle über Flüchtlingsströme in Mali, wo die Gruppe Wagner einen Putsch gemacht hat. Wir haben Syrien mit Assad. Assad war der Erste, der die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk offiziell anerkannt hat, völlig abhängig von Russland. Über Syrien können Flüchtlingsströme laufen, über Mali, über Libyen, das auch von Russland mehr oder weniger indirekt durch Unterstützung entscheidender Personen dort mitkontrolliert wird, können massenweise millionenfach Flüchtlinge in Bewegung gesetzt werden. Das sollten wir auf dem Schirm haben, denn das ist eine echte Gefahr, die uns noch droht. Wenn Putin letztendlich in die Ecke getrieben sein sollte, könnte er diese Option durchaus ziehen. Und warum kommen diese Flüchtlinge in den Westen? Nun, wir haben hier Freiheit und wir haben Wohlstand. Inzwischen halten wir das ja schon für total selbstverständlich, dass wir frei sind, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir diesen Wohlstand haben. Das ist inzwischen völlig klar, völlig selbstverständlich, da ist, macht man sich keine Gedanken mehr drüber. Aber wir haben jetzt in Kanada gesehen, bei der Reaktion von Trudeau auf diese Trucker-Proteste, wo den Protestierenden und ihren Unterstützern die Konten gesperrt werden, wo also letztendlich so akut in die Freiheitsrechte eingegriffen wird, dass wir hier Gefahr laufen, solche Tendenzen auch hier im Westen zuzulassen. Aber so oder so, weil wir so attraktiv sind, weil wir Freiheit und Wohlstand haben, wollen eben diese Menschen aus anderen Teilen der Regionen, wo das alles nicht der Fall ist, zu uns flüchten. Hier unten sehen Sie mal die Fluchtrouten. Da ist einerseits Westafrika, Mali, Nigeria mit extrem viel großer Bevölkerung. Da wollen viele nach Europa, jetzt dann eben auch aus dem Nahen Osten über Syrien kommen. Könnte da ein massiver Strom in Richtung Europa sich fortsetzen? Und was ist denn der Vorteil des Westens, was definiert den Westen? Inzwischen Fokus auf das Individuum. Die Rechte des Individuums sind gewissermaßen heilig, ein Erbe der jüdisch-christlichen Tradition. Die Freiheit des Einzelnen ist entscheidend und vor allem wir haben einen Rechtsstaat, der verlässlich ist. Wir haben Eigentumssicherheit. Dagegen, was haben wir in autoritären Systemen wie China und Russland? Dort haben wir den Fokus auf das Kollektiv. Das Kollektiv ist entscheidend. Nicht das Individuum, deswegen kann man eben auch mit staatlicher Willkür Menschen enteignen, Menschen ins Gefängnis sperren, das sehen wir in China, das sehen wir in Russland und es gibt vor allem immer eine Führerfigur, je stärker die Betonung des Kollektivs, umso stärker ist dann ein einzelnes Individuum aus diesem Kollektiv herausgehoben, das dieses Kollektiv in gewisser Weise repräsentieren soll, das ist Xi Jinping in China, der so mächtig ist wie kein anderer vor ihm seit Mao, und das ist Putin, der wohl so mächtig ist in Russland wie seit Stalin keiner mehr in Russland. Aber das ist dieser Systemkampf, um den es geht. Hier Freiheit, Individualismus, Rechtsstaat auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Gegenteil, nämlich autoritäre Systeme ohne Freiheit, mit totaler Kontrolle, vor allem in China. Wir kennen alle diese Überwachungsszenarien, die es in China gibt, Social Scores etc. Aber jedenfalls sehen wir jetzt in diesem Angriff die erste wirklich erkennbare Machtverschiebung, die erste wirkliche Attacke auf die Dominanz des Westens. China testet die Reaktion des Westens. China hat aber wenig Freunde. Die Chinesen sind nicht gerade beliebt, auch in Asien nicht. Da ist etwa Japan, Südkorea, Indien, alles nicht wirklich Freunde von China. Indien ist bald der wohl bevölkerungsreichste Staat der Welt. Und einen entscheidenden Vorteil haben wir, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, dann werden wir siegen können vielleicht, denn China, weder China noch Russland, haben ein Gesellschaftsmodell, das für andere wirklich attraktiv ist. Was ist da irgendwo, wo man sagt, naja, das ist toll, das würden wir auch gerne haben. Wollen wir einen totalen Überwachungsstaat? Nein, das wollen wir nicht. Wollen wir autoritäre Führerfiguren? Nein, das wollen wir nicht. Das wollen die allerwenigsten, die allermeisten Menschen wollen Wohlstand, nicht verfolgt werden, denken und sagen können, was man will. Und das ist unsere Stärke. Wenn wir jetzt zeigen,
dass wir diesen Krieg, diesen Stellvertreterkrieg annehmen, dann senden wir auch ein Signal an China. Und wir müssen uns allerdings eben klar werden, dass die Zeiten sich geändert haben. Wir sind in einer historischen Zäsur, das erste Mal seit 1945, dass jetzt auch ein Krieg unter totaler medialer Vernetzung stattfindet, Bilder kursieren. Und das ist eine völlig neue Situation, die auch vor allem von uns Deutschen eine völlig andere Herangehensweise notwendig macht. Wir sehen das schon daran, dass eben Deutschland jetzt faktisch in diesen Krieg eingreift, dass offenkundig diese Message auch bei der politischen Führung inzwischen angekommen ist. Es sind dramatische Zeiten, es sind Zeiten, die jetzt entscheiden werden, wie die nächsten Jahre und Jahrzehnte unserer Geschichte und die Geschichte unserer Kinder laufen werden. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Bis dann. Ciao.